Die amerikanische Botschaft in Dublin am Montag. Die Wagenkolonne von US-Präsident Barack Obama will gerade das Gelände verlassen. Da passiert das. Die gepanzerte Limousine des Präsidenten bleibt an der Rampe der Einfahrt hängen. Die zahlreichen Schaulustigen erst erschrocken und dann amüsiert. Der gepanzerte, tonnenschwere Wagen, genannt das Biest, war einfach hängen geblieben. Wegen des großen Radstandes des Fahrzeuges setzte das Auto mit seinem Unterboden auf und kam nicht mehr weiter. Hektische Betriebsamkeit bei den Sicherheitsbeamten, die den Vorfall offenbar weniger lustig fanden. Nach einigen Diskussionen fuhr schließlich ein Bus vor den Ort des Geschehens und nahm den Zuschauern die Sicht. Obama und seine Ehefrau Michelle mussten das Fahrzeug verlassen und umsteigen, um zu dem Hubschrauber zu kommen, der sie in das Dorf Manigal bringen sollte, wo ein Ur-Ur-Urgroßvater von Obama gelebt hatte. Wie das Biest wieder freigekommen ist, konnten die Schaulustigen leider nicht sehen.